Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pumpkin Days, ihr Lieben. Wir sind pleite. Ich hab was in der Hand. Hoi, warte mal. Kali hat Saufzeug in der Hand. Wir müssen ein bisschen gucken, das Spiel ist noch ganz schön verbuggt. Tizi und ich haben das Problem, da wir ja nicht die Hosts sind von diesem Spiel, dass wir gelegentlich unsere Ernte nicht einsammeln können und dadurch kein Geld verdienen können. Wir werden mal sehen, wie wir das weitermachen. Vielleicht hat sich das eine oder andere gebessert. Die Kali ist auf jeden Fall Platz 1 geworden für als Farmer. Das ist voll scheiße. Ach, geht schon. Passt schon. Arbeiten muss man. Wir können uns auch keine Gießkanne holen. Geht nicht. Der Gute hat es bei mir zumindest nicht. So, Beutelchen, dann wollen wir mal gucken, was wir machen können. Wieso? Was macht ihr denn? Na, die Felder. Aha. Ein bisschen Geld brauchen wir noch. Aufpullern. Rennen in die falsche Richtung. Warum rennen wir dir in die falsche Richtung? Ich renne in die falsche Richtung. Ach so. Zu mir. Ja, vielleicht hat er am nächsten Tag eine Holzgießkanne. Ja, das heißt, wir müssen ein bisschen warten. Beutelchen habe ich gerade eine Hacke gekauft. Oder besser gesagt, hier, was ist das? Kupferhacke, ja. Das ist deutsch. Das ist deutsch. Holzgießkanne? Das ist... Was? Wo? Das ist deutsch. Deutsch? Ja. Deutsch! Ist mir gerade mal so aufgefallen. Kartoffeln ist auch deutsch? Was ist denn jetzt passiert? Nee, hier ist nichts deutsch. Vielleicht das eine oder andere ist deutsch. Gut, ich kann auf jeden Fall abernten. Da will ich hin. Ich möchte mir gerne noch eine Axt kaufen. Ich habe kaum Geld. Deswegen werden wir mal gucken, was wir jetzt hier machen können. Ich kann hier nichts machen. Das Einzige, was ich jetzt machen kann... Ein bisschen stehen hier. So, das will ich gerne einsammeln. Das auch. Pflanzen können wir auch nichts. Hätten wir schon, aber die brauchen Wasser. Oder Gießkanne ist ein bisschen schlecht. Ach, das wird schon. Ja, ja, na klar. Solange ich Platz 1 bin. Das schon. Ja, ich bin Platz 3. Wer hat denn da irgendwas gekauft? Sagt mal, verkauft. Keine Ahnung. Beutelchen? Ich hab nichts gemacht. Das ist voll... Uncool, was du da machst. Da ist noch irgendwas fertig. Ah, meine Kartoschkis sind fertig. Oh, alles klar, wartet mal. Wir wollen... War doof, dass sein Sortiment immer wechselt oder dass er das manchmal nicht hat? Oh, ist halt eine Early Access, ne? So. Ja und? Soll er trotzdem verkaufen? Was soll das? Bisschen Wasser haben wir. Ich hoffe, es regnet bald. Das wäre schön. Oh, leck. Echt? Ja, ich bin zurückgespawnt. Echt? Und ich läuft. Also, na toll, wegen dir bin ich hier nach hinten gespawnt. Nee. Meine Gießkanne ist futsch. Vielleicht hat er meine Ernte irgendwie, weiß ich nicht, geplöppt oder so. Deswegen so ein Leck. Wie schaut's aus? Was war denn das hier? Das war, glaube ich, irgendein Kirsch. Kirschbaum hast du dir geholt. Und Apfelbaum auch. So. Ich kann noch nichts machen. Die guten. Nein! Sind zum Glück noch feucht. Meine Kartoffeln schweben in der Luft. Warte mal. So, eingesammelt. Nee. Ach, kann. Ah, damit kann man gleich zwei Felder begatten, wollte ich schon sagen. Mit was? Einer besseren Dingsbums? Ja. Kannst du gleich zwei Felder machen. Das heißt, kaufst du dir dann eine noch bessere, dann kannst du noch mehr machen. Noch mehr Felder bestücken. Profi, Mann. Los hier. So. Oh. Ja, beides so. So, ja, so. Ich habe keine Ahnung. Bin ich gleich hier raufgekommen? Ich habe keine Ahnung. Gut, komm, packen wir hier Kartoffeln. Hallo? Ich
Na? Ich werde mich jetzt sinnvoll beschäftigen, indem ich hier einfach auf dieses Kackteil raufhaue. Packen wir hier noch ein bisschen Kartoffeln hin und die restlichen... Was? Gut, ich kann gerade nichts setzen. Gießkanne. Warte mal. Jetzt macht das. Ah. Hier kann ich nichts machen. Vielleicht ist da schon was traurig. Ja, also, wenn wir da wieder alles zusammen haben, Gießkanne, was zum Hacken für den Boden, für die Ernte, Samen, wie auch immer. Und wenn ihr dann weiterhin Probleme habt, weiß ich gar nicht. Dann gucken wir es an der Stelle machen, ne? Ja. Inventar. Warten, bis es keine Early Access mehr ist. Wir packen erstmal 20 rein. Hä? 20 was? 20 Kartoffeln. Wieso nur 20? Pack rein da. Die restlichen hebe ich mir auf, wenn die doch verschwinden sollten in irgendeiner Weise, dass ich noch die anderen habe zum Verkaufen. Ey, der haut jetzt... Beute. Beute. Herrlich. Da freut sich was da hinten. Na, kommst klar. Kannst du dich einfach mal eine Gießkanne haben? Ja, sie kommt klar. Sehr schön. Ja, ich guck mal, was ich kaufen kann. Nein, mein Vater, nein, ich will nicht. Gib nein. Warte mal, jetzt muss ich wieder von vorne hier. Mein Gott. Ja, hör auf zu quatschen. Warte mal. Ich denke nach. Ich denke immer noch. Wartet mal. Doch. Tanis, wer bist denn du? What? Ja, noch in einen anderen Laden. Nee. Gießkanne. Ist krank, nein. Wo ist die? Warte mal, wo renne ich denn? War es hier immer so? Bäume und so? Richtig? Ich weiß, ist die eklig? Eklig? Ah, die Tani. Die ist eklig? Naja, eklig in dieser Hinsicht ist eine blöde Kuh. Boah. Die nenne ich jetzt Kalli. Los, hau sie um, boxe um. Soll ich kommen? Ich box mit. Warte mal, schnell, bevor es hier... Bevor die wieder alle zumachen, frühzeitig, weil, ja... Viel zu... finished. Hier kann ich nur Samen kaufen. Das ist so keine Gießkanne, du... Muss man sich echt die Taschen voller Gießkanne hauen? Ach, naja, eine bessere Gießkanne kaufen. Naja. Das ist zu teuer. Oh, ich kann was verticken. Ungerne, aber... Und die werden wir so anpflanzen, dass die nicht so nebeneinander sind, weil man kann ja gar nicht sehen, ob die reif sind. Ich meine, gießen. Ob man die gießen und... Warte mal, wo ist denn mein Eimer hier? Keine Ahnung, wo war denn das hier? Was quatscht die Kalli eigentlich im Hintergrund? Beute. Wartet. Doch eigentlich Geld, boah. Mal. So. Ja, 8 reicht. So. Muss ich die dämlichen Blumen unten in den Slot ziehen? Ah, nein, danke. Beute, hier! Beute! Komm her! Dein Baum fällt! Sammelt's ein! Was macht ihr da? Mal gucken. Sammel ein, los! Sammel! Los! Ja! Dein Holz! Ja! Verkauf es! Freu dich! Dein Holz! Ich geh mal weg. Ich kipp fast um. Ich geh schlafen. Haut da rein. Ich auch. Gehen wir alle schlafen, dann ist Tag und dann kann ich Ja, voll bleib mal ruhig so. Da hinten. Und Punkte machen. Ruhig, also Punkte machen? Schon. Ja. Was? Wieso bin ich Zweiter? Was? Ja, ich bin Erster. Ah, so ein Dreck. Na, wartet, Leute, wir machen es auch. Aber hallo? Kostet viel, der Scheiß. Das ist teuer, so eine. Ich hab. Naja, vielleicht können wir uns jetzt doch so eine Dings kaufen, so eine. Ihr wisst schon. Ich komme mir vor wie ein Axtmörder.
Oh, fuck. Kennt ihr? Ihr pennt doch ja nicht alle. Was ist los mit euch? Ja, sofort. Irgendeiner liegt aber auch. Ich glaube, Beutel. Auf Beutel ist Verlass. Habe ich schon irgendwas vertiegt? Ich habe aus Versehen mein Bett aufgehoben. Eieiei. So, jetzt pennen wir. Ich hab Post. Ich glaube, jetzt muss ich mein Geld abholen gehen, wa? Ja. Eigentlich ja. Stimmt ja. Ich dachte, jetzt hätte ich es einfach so just for fun in der Tasche. Mal gucken, ob die mir jetzt geklaut haben. Die haben es mir geklaut. Die Säcke, die. Ja, hat geklappt. Juhu, ich freue mich. Das ist natürlich total toll. Ich weiß gar nicht, was ich hier sappel. Kali sappert. Alles klar? Sappel. Nicht sabbern. Das kam aber so rüber wie Sappel. Sappern. Was? Sappern. Ah, sehr schön. Übern Berg. Warte mal, das ist da die sogenannte nackige Kampfarena da hinten. Also da hinten gewesen. Warte mal, wo ist der Briefkasten? Bei der Post. Haare. Ja, ich weiß, ich muss nur gucken. Drehung. Ah, ich hab den gelben Kasten. Wir holen mal Beutelchen ab, dann kann Beutelchen auch gleich mal zur Post. Nee, der ist die dort. Beutel. Geld. Haben 100 Scheiß auf Soundtore. Ey, jetzt müssen wir trotzdem bis um 9 warten. Hab sie mal weggemacht. Die Gießkanne, ey. Das ist komm, Beute. Warte mal, ich sehe hier immer noch nicht durch. Da rennt die nackige Kali rum. Hab's gerade gesehen. Uhu. Ich werd hier niemals klarkommen. Ah ja, da. Ist noch nicht um 9. Da, ihr Kaputten. So. Beutelchen. Hier ist unser Briefkasten. 60. Hm. Deine Tür ist auf, ich sag aber nichts. Nur 60 bekommen. Hab 100 gemacht. Waren auch, was, Mondblumen? Ach, keine Ahnung, diese roten Blumen. Diese roten Blumen. Davon habe ich 20 vertickt. Oh! Kein Wunder, dass du Dritter bist. Jetzt aber durch das Holzbeutelchen wirst du Umsatz machen. Wo ist denn Habt ihr das dann nicht mit reingehauen in das Dings? Nein, das habe ich viel zu spät reingehauen, glaube ich. Hoffe auch eine Gießkanne. Ach, hier, hier, die, geh weg. Warte mal, hat er die Tür aufgemacht? Verdammt! Mist! der ist hier gerade vorbeigelatscht. Ist ja noch geschlossen, ne? Aber die ist gerade aufgegangen, ich hätte es nutzen können. Los, geh doch mal da rein. Näher. Komm schon, Brudi. Ihr müsst die NPCs hier hinschieben. Dann geht die Tür auf. Dann können wir dem Feuer. Heißt der Alex oder Alec? Leider soll er arbeiten gehen. Okay, Alec hört sich ein bisschen komisch. Der soll hier eigentlich seinen Laden aufmachen. Ey, komm schon. Wir wollen Geld loswerden. Ich mach auf. Was? Okay, nein, alles in Ordnung. Beute, du musst mal hier, komm mal her. Die Steuerung ist kommt. Ey, wenn ich mir richtig hier geilen Scheiß gekauft habe. Hier musst du hin und wie ein Roboter reinstarren. Todesblick. Genau. Töte ihn mit deinem Blick. Ich bleib hinter dir. Und nicht mit den Augen klimpern. Genau. Ich glaube, das bringt nichts. Oder warte, doch, Beutelchen. Intensiver, komm. Intensiver. Ja, ich glaube, ich spür's schon. Ich sehe es auch schon. Beutelchen. Boah, du hast die Tür aufgemacht. Los, gib mir jetzt eine beschissene, billige. Er hat eine. Warte mal. Er hat immer noch keine Gießkanne. Doch. Na, ja, für mich nicht. Eisenspitzhacke kann ich nicht kaufen. Holzspitzhacke kann ich kaufen. Kostet 50. Kupfer-Axt. Kannst du damit denn so einen Baum knallen? Oder? Ich habe eine Eisenaxt. Und damit hast kann du ich einen großen Baum fällen, ja. Oh, ich sollte gucken, was ich mache. Bäume fällen? Ich weiß nicht, was Beutelchen jetzt kaufen kann. Noch
Kann an die Macht. Das packst du in deiner Kiste dann rein. Mit rein. Gut, Beutelchen kann was nichts muss das kaufen. Teil doch auch bringen. Aber irgendwas musst du doch mit deiner Kupferaxt machen können. Wieso sollte man sich denn eine Kupferaxt kaufen? So, Beute, komm mal mit raus. Hallo? Hallo? Leute? Ist leider nur noch... Zurück, Beute. Hinter dir liegt was. Ich sehe nichts wegen dem Busch. Ich konnte nur noch Holzspitzhacke machen. Und ich habe jetzt nur noch 27, ich nenne es mal Euro. Ja. Wie... Hab ich, danke. Beutel. Nicht hüppeln. Nee, einsammeln. Hat sie doch schon. Okay. Ja, gut. Ist ja in Ordnung. Chill. Ich gehe jetzt arbeiten. Ich bin eine arme Sau jetzt. Kein Wunder, ich hab nur noch 27. Bald wird Beutelchen das Reichste. Was war das? Irgendwas mit 79. 79? Really? Warte mal, ich glaube, du jammerst so. Junge, es ist göttlich. Hui. So. Jetzt können wir ja ordentlich wieder Hand anlegen hier. Beutelchen, sorry, aber ich konnte nur eine Holzspitzhacke kaufen. Mehr konnte ich mir nicht leisten. Wer bist du? Wer ist wer? Die Person, die gerade an mir vorbeigelaufen ist. Ah. Ganz merkwürdige Person. Jetzt wird gearbeitet. Ist hier vielleicht noch... Sogar ein Gänseblümchen. Das ist jetzt mein erstes. Ich sag dir mal was hier, ja? Dein Grundstück steht hier mal total falsch. Das zieht aber Energie ab. Was? Steinhaken. Ja. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Kann ich den damit machen? Wozu habe ich denn... Was kann man denn mit dieser Kupferdingsbums denn machen hier? Nichts Besonderes. Kann man hier außerhalb des Grundstückes irgendein Rotz fällen? Wieso kauft man sich denn den Rotz? So viel Holz hat man doch gar nicht hier. Ja, klemmen können. Jetzt hätten wir uns klemmen können. Ach ja, Jebidi, ja scheiße, warte mal, da war ja was. Ich muss gießen. Oh ja, ich muss auch gießen, aber ich muss erstmal warten. Ach ja, Jemini. Und dann gießen wir mal unsere Felder. Alter. Ganz schön lange. Kopfsalat und so, ne? Auf Deutsch. Mhm, es läuft. Ja, der Kopfsalat. Na komm, noch ein bisschen und dann werden wir mal eine Runde gießen. Na, nicht? Ja, immer her damit! Komm. Ach, scheiß drauf. Gut. Das geht nicht. Warte mal. Dann werden wir das ein bisschen begießen. Ja, da freue er sich. Mal bitte aus der Hand legen. Ah, so. Hm? 25. Kannst nicht mal reden. Nein. Machen wir wieder 20? Oh, meine Gerste ist fertig. Wenn das überhaupt Gerste ist, oder ist das so. Weizen? Was habe ich denn gekauft und eingepflanzt? Ich habe keine Ahnung. Oh, was ist leer? Gießen. Macht Spaß. Das habe ich nicht... Nein, nicht doch zweimal! So, alles klar, ich muss pennen. Meine Gießkanne ist leer. Und schlafen. Gute Nacht. Ja, das wird ein bisschen länger dauern. Ich. Auch immer warten. So, ich würde sagen. Lebt damit. Nö.
Ein bisschen doch. Machen wir auch schön Kartoffeln? Kann ich die mal zu mir kommen und wir grillen dann eine Runde? Ja, was gibt's denn? Fisch. Fisch? Fisch? Müssten wir eher angeln. Fisch angeln. Ich glaube, das bringt auch ziemlich viel. Hast du eine Angel irgendwo gesehen, die man kaufen kann? Ja, bei dem jungen Mann, der uns keine Gießkanne gibt. Ja, ist so traurig. Ach, auf Zäulen. So guck dir das Beutelchen an, das freut noch nicht mal. Es? Was? Warst gerade kurz weg. Ist okay, ich hab grad... Genießt? Nein. Gesundheit. Ich hab Scheiße gesagt, Mann. Wolltest du es so? Oh, weia, jetzt muss ich aufpassen. Da muss die Kali aufpassen, ja. Ja, sonst lande ich hier gleich wieder auf dem Frostbrett. Ich hab keinen Dingsbums. Ich muss auch pennen, gleich. Aber erstmal möchte ich zu Ende gießen. Das ist mir sehr wichtig. Nein, nicht doch zweimal, du Dummes! Ich kann nicht mehr gießen, ich muss pennen. Das ist alles traurig, ich geh jetzt pennen, ey. Das ist traurig. Scheiß Kartoffeln in Ruhe jetzt. Ich wein mich in den Schlaf. Nimm mich einer bitte in den Arm. Nee. Ach, scheiße. Bitte? Nein. Heute, Mann, leg dich doch mal ins Bett. Oder nicht? Nee, alles gut. So habe ich jetzt diese... Wenn ich die Axt da reinhaue, weil diese Kupferaxt, die bringt mir ja nichts, ne? Ja. Wird die vielleicht verkauft? Könnte sein. Weiß nicht, sollte ich mal ausprobieren. Weil die bringt mir denn überhaupt nichts, wenn... Sollte ich das Mittelding da wegmachen? Bringt doch dann nichts! Und das andere Holz, ne? Mit einer Holzaxt da wegsäbeln kann und eine Kupferaxt dann gar nichts mehr bringt? Vielleicht fällt Weizen ja dem einen oder anderen was ein, für was... Warte mal, vielleicht muss man ja seinen Apfelbaum abhacken. Und das geht nur mit dir. So, packen wir das mal rein. Kartoffeln lassen wir auch noch drin. Wollen wir mal... Bist du schon am Arbeiten? Ich glaube, ich spinne. Ich arbeite die ganze Paprika, Zeit. Paprika, das war ein Weizen. Das war Drachenfrucht. Da bin ich ja mal gespannt. Die habe ich extra gekauft. War das eigentlich eine Aufnahme, wo ich es gekauft habe? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das hier gekauft. Paprika und eine Drachendingsbums. Um mal zu gucken, wie viel das bringt. Der kleine Baum wächst auch. Weizen? Sehr schön. Eigentlich brauchen wir den Weizen gar nicht machen. Wieso? Immer Weizen nur ein Euro. Da ja, ein Euro bringt Kartoffeln. Dich auch im Leben weiter, ne? Ich will gleich fett einsteigen, ja, gleich groß und nicht mit kleinen Dingen kommen. Ach, hör auf zu heulen, ey. Immer diese Weicheier. Ich heule nicht mehr. Ich bin jetzt im grünen Bereich mit meinem Balken. Ich heule nicht mehr. Wieso? Ich bin noch im Bett. Beziehungsweise stehe daneben mit meiner Kanne. Sollte reichen hier. Sollte reichen. Wir arbeiten weiter. So, ich leg mich mal auch kurz hin. Was wollen wir denn? Habe ich keine Kartoffeln mehr. Ach, wisst ihr was? Wir gehen einfach Beutelchen mal besuchen. Eigentlich gar nicht. Warte mal. Da spachteln wir mal extra. Waren das jetzt so 5? 5? 3? Einmal feucht machen? Wunderbar. Nimmst du auch einzeln machen? Also hier die... Warte. Ihr wisst schon, die roten Blümchen eben. So, dann machen wir noch. Diese pinken Haare sieht man schon von Weitem. Und dann machen wir mal die Drachen. Und da haut sie ab. Ey, Felder? Komm, guck mal, was Beutelchen hier gemacht hat. Oh, Blümchen. Oh, wie schick, Beutelchen. Du sortierst ja auch so ein bisschen. Oh, wie... Wow. Entschuldigung. Und das, ich weiß es gar nicht. Hier, machen wir mal hier hin. Ja, ja. Hm,
könnten wir eigentlich, ja. Ja, so, wir wird langsam dunkel wieder. Ich drehe mich im Kreis. Ich habe kaum Geld. Ich habe sortiert echt, ja, ein bisschen schon. Ihr guckt mal, hier sind die Blümchen, da irgendwas anderes, was genauso aussieht wie das hier. Oh, das ist wieder alles traurig. Wollen wir da runter pennen gehen? Ja, Moment, ich hab noch gar nichts in mein Nix gepackt. Spitzhacke, Beutelchen, kannst du hier Steine dann wegmachen? Gieß den Rotz hier. Ja, du verbrauchst sehr viel Energie dafür. So, diese Mohnblumen machen wir extra, die... Ja, hau zu, Beutelchen, ja, hau, ruck. Und die noch eins, und ja, und ja, töte es. Nicht? Mal ein bisschen beiseite. Ich brauche jede Menge Platz. Mal auf. Ja. Wir machen mal... Beutelchen freut sich, pack das lieber in deine Kiste rein. Dann bekommst du vielleicht für den nächsten Tag hier vorne ein bisschen mehr Geld. Und die haben wir, das packen wir mal hier rein, das macht dann wieder ein 100er. Und die, was mache ich jetzt da mit dieser Kupferaxt? Deine Kiste behalten. Halten noch, ja? Ja. Vielleicht kannst du irgendwo noch einen Baum abhacken, damit vielleicht ich weiß es nicht. Einer, vielleicht, wie gesagt, weiß ja einer mehr, wie das funktioniert. Gut, ich hau mich jetzt ins Bettchen, wer macht mit? Gute Nacht, ihr kleinen Scheiße. Ich komm gleich rüber, ey. Du liegst da noch ja nicht im Bett, Mann. Was ja, ich muss auch jetzt gerade laufen nach Hause. Ich bin die Einzige, die sich um das Beutelchen kümmert. Mm-hmm. Und du hockst da hinten neben den ganzen Kühen und so. Kühen, ja, Mann. Und damit kann ich eh nichts anfangen. Oder ein bisschen streicheln. Oder ein bisschen streicheln. Eine oder andere Vieh. Ja, ja, ja. Ja, Kalli streichelt gerne Kühe. Oh Gott. Komm dir gleich mal rüber. Der Post. Geil. Warte mal, aber zuerst gucken, ob... Oh Gott, ich muss gießen. Sag mal, wann ich geh erstmal zur Post. Wann werden die denn endlich mal hübsch? So, wir holen natürlich erstmal das Beutelchen ab. Nee, ich gieße hier. Das ist ja alles trocken. Ach, scheiß drauf. Beutelchen! Kommt mir schon entgegen. Na komm mit. Put, put. Was habe ich denn hier gepflanzt? Du hast das Gänseblümchen? Ich glaube. Einfach gießen. Da ist die Post. Wartet ihr auf mich? Nö. Warum nicht? 310, wow. Was hast du denn reingeschmissen? Alles, was ich hatte. Alter, jetzt bist du nackig? Bist du jetzt genauso nackig wie ich? Hm? Ich habe schon wieder kein Wasser in der Dingsbums. Ich glaube, ich muss dann auch eine Ding... kaufen. Wisst ihr? Sehr schön. 300... Nice, Beutelchen, nice. Du kannst doch laufen, ne? Leute, wir brauchen Kartoffeln. Alter, ihr spitzt doch wohl. Wir müssen irgendwann dann Kühe und sowas holen. Weil von den Erntedinger werden wir nicht viel kaufen können. Von was? Was müssen wir? Warte, was? Ich hab nicht zugehört. Ja, Pech. Ich guck meine Folge und lass ein Like da. Scheiße, Mann. Ich war gerade total mit meinen... Ich hab Kartoffeln. Ich hab Kartoffeln. Wir werden ein richtig fettes, riesengroßes Feld machen mit fetten Kartoffeln, ihr Lieben, ja. Wir rennen jetzt erstmal heulend, aber erstmal in die Stadt. Heulend in die... Warte mal! Nein, ich hab hier noch nicht... Nein, was habe ich denn hier... Nein, das ist bestimmt wichtig. Scheiße, ich muss hier flat... Warte mal. Meine Gießkanne. Warte mal. Ich hab mir den Knopf gemerkt. Dass das Abernten. Gleich nochmal befüllen. Das ist etwa auch Energie? Was? Gießkanne befüllen mit Wasser, zieht das Energie? Ich... Oh, nee, ich ernte gerade und das zieht noch nicht mehr Energie. Alter, ich bin da. Nein, dann lass doch mal die Gießkanne in Ruhe, Mann. Pack die doch mal weg. Jetzt reicht's. Du sollst springen. Ich weiß gar nicht, warum das so ist manchmal. Ohne Luft zu holen. Ja, die Exes. Alter, ja, ich will dann springen und der will mir irgendwas dann sagen, was ich gerade weggesteckt habe. Keine Ahnung, Gießkanne. Warte, in der Hand. Egal, ich weiß, warte mal. Oh Gott, ich sollte...
Nein, das wollte ich nicht. Sollte aufhören, irgendwas zu machen. Ich habe nur noch einen kleinen klicklichen Balken. Ein. Oh Gott. Ich hoffe, man braucht keinen Balken für Brief. Reingucken und so. Nee. Ja, ich hoffe. Ja, Quatsch. Und dann klatsche ich da auf die Nase. Wo ist denn hier? Wo ist denn da? So, wie viel habe ich? Ich habe jetzt, 79. Jetzt schauen wir mal. Bitte kein Energiedings. 255. Okay. Und nochmal 100. Ja, komm, das können wir hier entdecken. Jetzt 434. Läuft. Uhuhu. Geil. Wo seid ihr? Bei uns. Macht ihr weiter? Ja, klar. Warte mal. Ja, wir haben jetzt Geld. Wartet mal. Und jetzt der Laden. Elia, mein Mann, der Laden. Ich sehe hier wieder nicht durch. Ich muss mal in die Dinge mal. Halt. Das ist die Kali. Ja, warte mal. Ich muss gerade. Warte mal, da war die. Ernsthaft? Oh, hier, da. Mein Gott, ich suche. Ich darf dann gleich wieder. Ich brauch krass Gießkörner. Hast du eine Eisenangel? Nein, ich brauch erstmal Gießkörner, sonst. 400. So, dann dürfen wir uns gleich wieder aufladen. Einer hat noch was, ich denke mal. Nein, wieso komme ich denn die Gießkanne? Ich habe doch noch zwei bei dem Winter. Jetzt habe ich drei. Mit einer Eisgießkanne. Was stimmt nicht mit mir? Scheiße. Gib's Beutelchen. Wieso kaufe ich die Gießkanne? Wieso bin ich denn so? Und ich sollte pennen gehen. Wieso hat denn der hier nicht mehr so zum Hacken? Aber egal, ich hab ja noch. Gott sei Dank. Ja, das wechselt, glaube ich, jedes Mal. Aber wäre schön, wenn man irgendwann sich die Dinger selber machen können. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, wir werden hier eine kleine Pause machen. Ich schlafe mich aus. Die Kali ist wie immer Kali und Beutelchen ist Ich heule. Ich hab meinen Balken für den Arsch und so. Beutelchen? Ja, bei mir auch. Alter, wieso kaufe ich die Gießkanne, Leute? Wieso habt ihr mir das nicht gesagt? Wir lassen sie einfach weiter heulen. Gut, ihr Lieben, wir bedanken uns fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.